Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir befinden uns hier im Verwaltungsbüro des großen Kanals im unvollendeten Garten und sollen hier ein paar Wasserproben sammeln und den Wasserdruckregler reparieren. Mein Fuß erreicht die Platte, fast geschafft. Genau, tolle Improvisation. Danke, dass du verhindert hast, dass das Büro der Kanalverwaltung hochgeht. Bei mir dreht sich noch alles. Ich glaube, ich habe sogar halluziniert. Halluziniert? Ja, als das Erdbeben losging, sah ich einen Kerl mit einer dunklen Kapuze und einem Stock weglaufen. Das hat mich einen Moment lang verwirrt. Dann fiel mir buchstäblich die Decke auf den Kopf. So wurde mein Kopf und der Regler ramponiert. Mein Kopf tut immer noch weh. Verbinden wir deine Wunde. Wir Oma sind ziemliche Dickschädel. Ich brauche nur etwas Ruhe, sonst nichts. Prüfe den Wasserdruck hier. Bitte prüfe den Druck an anderen Stellen. Alles klar. Ich hoffe, das reinigt das verseuchte Wasser. Wow, du bist unversehrt zurückgekehrt. Die Rohre sind nun in Ordnung. Die halten weiter 1000 Jahre. Oder bis uns ein neues Erdbeben trifft. Jetzt müssen wir nur noch die Lore reparieren. Hinten ist Material, das wir zur Reparatur benutzen können. Komm, gehen wir. Oh, das bringt mich um. Geh vor. Ja, wir bahnen uns hier wieder einen Weg hin. So, wir hängen die mal ab. Ach, guck mal, hier haben wir noch einen Aussichtspunkt. Den können wir auch mal aktivieren. Wow. Ja, Abenteurer in Yorn. Wir haben 10% abgeschlossen. Holen wir uns doch mal 20 Phönixflormen. Und wir kriegen zugleich auch noch einen Kaderaufstieg. Da holen wir uns auch direkt mal die Belohnung. Alle Kadercharaktere erhalten 5 Vitalität. Sehr schön. So, wir sammeln das Wasser hier. Eine weitere Wasserprobe. Und da geht es dann als nächstes hin. So, wir hängen mal kurz die Gegner ab. Ja, bleib mal weg. So, dann können wir hier nochmal an die Wasserprobe ran. Wir prüfen die Verseuchung des Wassers mit dem Wasserqualitätstester. Das können wir dann hier machen. So, wir stecken den Tester in die Probe. Die Verseuchung der Proben 1 bis 4 ist, seltsam. Das Wasser aus der Mitte des Stroms ist von geringerer Qualität. Ist dir aufgefallen, dass die Leute rund um den Wassertank alle irgendwie krank waren? Ich habe so das Gefühl, dass das Wasser absichtlich vergiftet wurde. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch nur meine Fantasie. Die Probe vom Ende des Stroms scheint mir sauber und sicher zu sein. Ich meine, das sollte auch so sein, denn dort fangen die Rohre von der Großfeste und der bombastischen Brauerei an. Das reicht nur für die Herstellung meines neuen Produkts. Nun sollte ich anfangen, mit den Leuten zu reden. Also, das Wasserproblem wäre gelöst. Ich muss sehen, ob es noch andere Substanzen gibt, die mir den Erfolg sichern können. Du bist wirklich unglaublich, Torus. Danke, dass du mir wieder geholfen hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, kein Problem. So, wir sprechen wieder mit Una. Wir sollten überall nützliche Materialien rumliegen. Ich habe das genau für solche Anlässe parat. Ha, wir Oma denken wirklich voraus. Wir wissen, dass jederzeit alles passieren kann. Lass uns jetzt mal etwas Material für die Lore sammeln, ja? Danke für deine Hilfe, Assistent. So, guck mal, was haben wir hier so für Gegner? Verwundbar eigentlich. Können wir die nicht töten?
Okay, da hat uns jemand geholfen. So, wir sollen auch noch hier das Stein sammeln. Materialien, um die Lore zu reparieren? Aber sicher doch. Vielleicht müssen wir nicht unbedingt den ausschalten. Der dauert doch ein bisschen lange und haut ordentlich rein. Dann nehmen wir doch hier lieber so ein paar normale Gegner. Geht doch dann wesentlich schneller. Und da haben wir auch die Quest schon erledigt. Sehr gut. Gehen wir mal weiter wieder zu Una. Hier oben müssen wir noch den Triporter gleich aktivieren. Ich glaube, das hier sollte passen. Jetzt können wir die Teile austauschen. Siehst du die alte Lore da drüben? Deren Teile will ich benutzen. Aber die steht da schon so lange, dass sie ganz vermoost ist. So wird sie nur extrem schwer zu zerlegen sein. Also nimm lieber diesen Mooskiller und mach die Lore sauber, bevor du die Teile ausbaust. Der Mooskiller. Einmal einsprühen und dann geht das schon wieder. Sprich mit Una. Toll! Du bist ja wirklich ziemlich begabt. Wo hat Balto denn einen Profi wie dich aufgegabelt? Ich wünschte, ich hätte einen Assistenten wie dich. Naja, jetzt wo das Moos weg ist, sollten wir die Teile herausnehmen, die wir brauchen, um unsere Lore zu reparieren. Lass mich mal den Bauplan ansehen. Okay, ich brauche das, das und das. Aber die sehen alle gleich aus. Ja, wir holen mal die ganzen Sachen hier. Schlucken immer mal wieder Heiltränke. Die müssen halt weg, die Adepten-Heiltränke, sonst haben die gar keinen Nutzen mehr. Wir versuchen die jetzt erstmal immer zu benutzen. Und versuchen so zu überleben. Beeindruckend! Hast du echt alle hergebracht? Ja, hervorragend. Genau so etwas wollte ich. Jetzt überlass nur alles mir und diesen Jungs hier. Ich schätze, es ist alles gut gegangen. Sehen wir mal, ob es ordentlich gemacht wurde. Oh. Ja, klappt. Na also, geht doch. Gut, wir können jetzt auch wieder mit der Lore fahren. Vorher nutzen wir aber hier nochmal den Weg, um den Triporter freizuschalten. Ich glaube, so schnell kommen wir sonst hier nicht wieder her. Und dann haben wir zumindest nochmal eine Schnellreisemöglichkeit hier oben. Das ist ja auch nicht verkehrt. So, Garten der Jugend. Die Lore macht mich ganz. Balto, das war ja richtig. So, gut. Der ist gerade weg. Dann müssen wir auf den hier warten. Ja. Ich muss noch mal kurz umsehen, ob es noch irgendwo was gibt. Ein Kokosam oder so. Jetzt hier nichts. Ja, da unten haben wir noch mal einen Triporter. Wir können auch noch mal gucken. Ein Ritt der Oma. okay. Rußambossmine, Eisenhammermine und Landeversprechungen haben wir hier noch. Die werden wir mit Sicherheit auch noch entdecken, diese Orte. Da sind wir. Seilbahnstation. Ist das Reservoir in... Una! Warum hat das so lange gedauert? Hä?
Du bist ja gar nicht Una. Warte mal, diese hässliche Oma hinter dir, ist das nicht Baltor? Warum hast du Arturos Licht erlöschen lassen? Du dummer alter Sack! Ich kann keine Erdbeben stoppen! Das nimmst du besser zurück, Freundchen! Ich habe ja, könnte dir einfach mal was auf die Kauleiste geben, weil du meinen Stolz als legendärer Administrator beleidigt hast. Wir müssen den Wassertank überprüfen. Ich weiß, das wollten wir ja eh machen. Du hast die Lore repariert, bevor du hierher gekommen bist. Also ist es kein Problem mehr, Material und Ausrüstung zu transportieren. Gut, machen wir uns dann alle auf zum Wassertank. Und unterwegs können wir dann gleich noch diese Monster beseitigen. So, was haben wir denn hier? Legendärer Koch Beckmar. Du bist also ein Außenstehender, der die Mine der Oma durchstreift. Ich bin Beckmar, der legendäre Koch. Ich habe ganz Jorn bereist, um mich zu neuen Rezepten inspirieren zu lassen. Und jetzt bin ich in der Grünmoosmine. Es muss Schicksal sein, dass wir uns getroffen haben. Wie wäre es, wenn ich dir eines meiner legendären Gerichte kredenze? Natürlich musst du dir die Zutaten selbst besorgen. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe holen wir uns dann auch hier direkt. Was sehen wir hier mal los? Lass uns mal schauen, was wir hier hinten noch haben. Ob wir hier nicht wieder einen Gegner finden für den Abenteurer-Folianten. Kann man ja ruhig mal kurz gucken. Oh, sieht nicht so aus. Okay, schade. Hier wären wir dann aber auch schon wieder fertig. Haben die Materialien für das Rezept gesammelt. Und ja, schauen wir mal, was er uns hier Schönes zaubert. Ah, da bist du ja mit den... Ja, geh weg. Ah, da bist du ja mit den Zutaten wieder zurück. Ich habe sie dich holen lassen, weil ich mir sicher war, dass die Monster zu viel für mich sind. Dann lass uns mal kochen, ja? Aber sicher. Wirk, diese Zutaten riechen ja ziemlich krass. Ich werde die harten Schalen entfernen und nur das Weiche im Inneren verwenden. Kümmere dich nicht um den Geruch. Alles, was in deinem Körper wandert, stinkt am Ende doch sowieso. Also, alle Zutaten sind bereit. Lege sie in den Topf und dann legen wir los. Gut, jetzt brauchen wir nur noch warten. Noch Fragen? Das Problem ist, dass deine Zutaten so seltsam sind. Ja, alles, was ich mache, mache ich nur, um ein legendäres Gericht zu zaubern. Und ein legendäres Gericht zaubert man nicht mit normalen, langweiligen Zutaten. Du würdest doch niemals auch nur daran denken, eine Spinne zu essen, oder? Keiner würde das. Deswegen nehme ich Spinnen als Zutat, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Und jetzt lass das reden und schau lieber zum Kessel. Eine Legende nimmt ihren Anfang, wenn alle Zutaten perfekt gekocht sind. Gut, wir warten einmal, bis das Essen fertig ist. Gut, ich denke, das Essen ist jetzt fertig. Hier, nimm ein bisschen. Ja, probieren wir mal. Ist das quasi Essen? Sehr gut. Und wie war es? Ist heute der Tag, an dem ein legendäres Gericht geboren wurde? Ich weiß nicht warum, aber das schmeckt lila. Lila? Was zur Hölle redest du da? Vergiss es, das probiere ich selbst. Ja, das schmeckt echt lila. Ich weiß auch nicht, was das zu bedeuten hat. Ja, so sollte das gar nicht werden. Schätze mal, ich schreibe noch an meiner Legende. Vielleicht muss ich mein Rezept nur noch ein wenig verfeinern. Ich brauche etwas Zeit, doch ich kann dir versprechen, dass das genial sein wird, wenn ich fertig bin. Du kannst dich schon mal darauf freuen.
So, da unten geht's weiter. Wir sollten das schnell wegräumen, bevor die... Arcturus, sei Dank. Harbier, Baltor und du, Assistent, habt alle Dank. Als diese Monster hereinströmten, dachte ich schon, mein letztes Stündlein habe geschlagen. Puh, das ging nochmal gut, aber vielleicht brauche ich noch einmal eure Hilfe. Geht ihr zum Wassertank? Dann habe ich etwas für euch. Dort hat sich ein giftiges rotes Moos ausgebreitet. Keine Ahnung, was passiert ist, doch die Arbeiter, die sich das ansehen sollten, sind noch nicht wieder zurück. Ich will wissen, ob sie wohl auf sind, doch ich komme nicht mal in die Nähe, weil die Luft voller Gift ist. Nehmt diesen Entgifter mit, der wird euch gute Dienste leisten. Giftiges Moos? So, wir machen mal den Moos hier weg. Das Gift verdünnt sich. So, entferne noch mehr rotes Moos. Hier haben wir noch ein paar Felder, wo das der Fall ist. Was können wir denn hier untersuchen? Eine Zutat für eine lokale Spezialität. Sieh mal eine an. Alles wird gut, wenn wir es bis zum Lager schaffen. Bleib wachsam. Was ist das? Wo kommen die ganzen Gifte her? Ich habe ja schon Dämonen in Jorn gesehen, doch so stark habe ich noch nie ihre Energie gespürt. Wir dürfen nicht zulassen, dass das bis ins Dorf kommt. Baltor und ich reparieren die Rohre zum Dorf, also... Hey, du siehst kräftig aus. Kannst du mal da rein und schauen, was da vor sich geht? Ja, wir gehen da mal rein. Ich gebe es nur ungern zu, aber Habir hat recht. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Wassertank verseucht wird. Nun, klingst du wie der Nachfahre eines Sternenboten. Soll das ein Witz sein? Das ist das Wasser, mit dem die Leute von der bombastischen Brauerei ihr Bier brauen. Das ist quasi Weihwasser für uns. Ich lasse unser Bier von nichts und niemanden ruinieren. Schlechtes Bier ist die größte Katastrophe überhaupt, das Ende der Welt. Okay, natürlich ist Wasser auch aus anderen Gründen für viele Leute wichtig. Auch das Licht von Arcturus ist wichtig. Für wen hältst du mich? Ich bin Baltor, der Sonnenhüter, und ich kümmere mich immer um die Leute. Hey, hörst du wohl auf, mich so anzusehen? Ich hasse es mit dir. Wassertank. Aus dem Inneren des Wassertanks, der Jorn mit Trinkwasser und Elektrizität versorgt, dringt ein fischiger Geruch. Was in aller Welt ist darin geschehen? Gucken wir mal. Das sehen wir uns näher an, Leute. Du gelangst schnell zum Wassertank durch die Falltür im unvollendeten Garten. Sie ist vertrocknet wie eine Mumie. Aha. Ein Grund zur Beunruhigung. Man weiß ja nicht. Kommt ihr denn jetzt her? So, wir ziehen an den Hebel, um den Wassertank hier zu öffnen. Du bist zum Glück kein Dämon. Ich bin so froh, dass du da bist. Das war ja so seltsam. Ich war wie immer bei der Arbeit. Da tauchte aus dem Nichts eine Armee von Dämonen auf. Ich konnte abhauen. Doch viele meiner Kollegen sitzen immer noch dort oben fest. Ich werde helfen. Wirklich? Danke. Vielen Dank. Ich werde den Weg auch ganz oben für dich aufmachen. Aus welchem Grund sind die Dämonen aufgetaucht? Was geht hier nur vor sich? Das ist die Frage. Ja, lass uns hier mal durch und dann kümmern wir uns um das Problem.
Tür. Und dann mal los. Besiege die vom Schwert besessenen Dämonen. Das ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, Leute. Geht schon los? Okay. Dann nutzen wir doch hier unsere Fähigkeiten einfach. So eine Festtasche. So, die haben wir schon mal alle zerstört. Geht zum Ende des Wassertanks. Ja, den lassen wir mal da. Der sollte keine Probleme mehr bereiten. Oha. Ich werde dir alles geben. Frisches Blut und Lebenskraft. Mein geliebtes Schwert. Wir werden meine Ewigkeit zusammen verbringen. Hast du noch nicht genug? Zeit zum Essen, mein Liebling. Okay. Au, der hat da reingehauen. Heftig. Okay, da hätten wir vielleicht auch nochmal rausgehen sollen. Na gut, aber wir haben auch gerade irgendeinen Erfolg erlangt. Sag mir nicht, was für einen. Ja, schade, da haben wir schon wieder die Hälfte unserer Gesundheit verloren. Ja, komm mal raus da. Das wird nichts. Kaum Schaden gemacht und gleich sind wir wieder tot. Ja, ich habe gerade mal ein bisschen Zeit, hier Schaden zu machen. Ja, da kommen wir immer irgendwie rein. So schnell kommen wir gar nicht weg. Ja. Da hätten wir vielleicht in der Mitte stehen bleiben sollen. Habe ich so schnell nicht gesehen. Okay, zwei Phönix-Pflaume hier aufgewendet. Aber alles gut. Bisher lief es doch eigentlich recht toll. Der kriegt uns immer wieder mit der Fähigkeit. Ja, auch nochmal. Ja, das tut mir leid, Leute, aber irgendwie ist das nicht so unbedingt unser Gegner hier. Aber wir fressen auch ganz schön viel Schaden, muss ich sagen. So, jetzt aber. Da ist er weg. Alles nur eine Frage der Geduld. So, da liegt das Schwert. Aha, guck mal einer an. Was für ein süßer Duft. Ich hörte deine Stimme in der Leere der Dunkelheit. Wirst du mir deine Augen leihen? Wo immer du hin willst, werde ich dich hinbringen. Okay, weg ist sie.
zusammen mit dem Schwert. Wir bekommen hier ein paar Belohnungen und spielen aber das Lied der Flucht. Nee, brauchen wir gar nicht. Wir können hier so raus. Ja, und vollendeter Garten. Da sind wir wieder. Und wir sollen mit Habir sprechen. Gut, Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind leider schon wieder am Ende angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.